Wir wussten immer, dass wir in die Rocky Mountains zurückkehren würden. Aber dieses Mal würden wir es anders machen. Bei unserem letzten Urlaub waren wir geradewegs zu den Zielen im amerikanischen Westen gefahren, die wir alle kennen. Aber unterwegs gab es Orte, die uns überraschten und uns dazu verleiteten, langsamer zu fahren. Städte, von denen wir noch nie gehört hatten und Erlebnisse, für die wir gerne Zeit gehabt hätten. Dieses Mal machten wir unseren ersten Halt nur 2 Stunden vom Denver International Airport entfernt an einem Ort, den wir nicht hätten verpassen wollen. Laramie in Wyoming. Wir hatten keine Probleme, unsere Tage und Wochen zu füllen. Die Pfade schlängelten sich durch das Gelände und erhoben sich, um unseren Füßen und Fahrradreifen entgegenzukommen. Die Seen breiteten sich aus und luden uns zu Abenteuern und Picknicks an den Ufern ein. Die Bäche plätscherten und lieferten wunderschöne Fische, je nach angewandter Technik. Und wir entdeckten, dass die Kultur des Westens neben der Cowboy-Tradition auch Kunst und Geschichte umfasst. Wir lernten und wuchsen mit dem Wechsel der Jahreszeiten und probierten dann noch mehr Neues in Laramie aus. Wir schlossen Freundschaften und schufen unvergessliche Erinnerungen in dieser einladenden Westernstadt. Und wir haben nie bereut, dass wir nicht früher zu unserem nächsten Ziel aufgebrochen sind.